Ja. Dennis hat das, hallo, ich hoffe euch geht's gut, vergessen, deswegen übernehme ich das heute. Viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich mitgekriegt, genau vor 2 Tagen haben die Kämpfe der Giganten stattgefunden in Düsseldorf in einem Hochzeitssaal. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon richtig gehört, in einem Hochzeitssaal. Es war irgendwie keine Arena, es war keine Halle, sondern es war einfach der Ort, an dem sich 2 Menschen eigentlich dazu entscheiden, die Zukunft zu verändern. Wir schauen uns passend dazu das Video von Lejanko an. Ich war ja selber vor Ort, ne? Das heißt, ich habe ja eigentlich die ganzen Live-Eindrücke gekriegt. Ich weiß auch, wer gewonnen hat, wer nicht gewonnen hat. Aber ich dachte mir, komm, ist ein aktuelles Video. Heute wird kein Video auf Spontanson online kommen, auch nicht auf Danielson. Deswegen dachte ich mir, lasse ich euch nicht im Stich. Ein Video kommt trotzdem online. Ihr seht es wahrscheinlich auf der Startseite. Gülo vs. Sarah Sarita, Boxkampf. Und an der Stelle kann ich auch nur sagen, die Leute, die die Kämpfe vielleicht schon gesehen haben, vielleicht live gesehen haben, glaubt mir, es lohnt sich. Schaut euch das Video nochmal für Spontanson an, weil da habt ihr diesen Live-Eindruck. Also ihr habt A, bessere Qualität als im Livestream selber. Und B, habe ich euch versucht, das Gefühl einfach mitzugeben, als wärt ihr live dabei. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt es genau nach diesem Video ab. So, wir schauen uns das jetzt an. Oh, das wird auf jeden Fall geil, ja. Der Kampf wird geil. Ich habe das Gefühl. Aha! Yeah! Mach weg! Zu Shelly muss ich auch noch eine Sache erzählen. Wir haben die ja auch live gesehen. Also die saßen ja ungefähr ein paar Reihen neben uns weiter entfernt in so einer anderen Reihe. Aber diese Erklärung war einfach wieder wirklich top. Danke, Dennis. Und die saß dann mit Gülo. Gülo, muss ich sagen, sah halt auch ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen dazu gemacht hat an Gewicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sah sie ein bisschen anders aus. Shelly saß auf jeden Fall neben mir und ich weiß auch nicht, was Shelly für eine Mission hatte, weil sie war die ganze Zeit mit einem Koffer unterwegs. Also ich weiß nicht, ob sie danach irgendwo weggeflogen ist, verreist ist, keine Ahnung, ob da, keine Ahnung, ihr Outfit für den Club, für den VIP-Bereich ist, wo sie ihr Gött shaken kann. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall war Shelly da, an der Stelle. Danke, Shelly, dass wir da sein durften. Wir haben auf Stühlen gesessen, die meinen Rücken gefickt haben. Also mein Unterrücken ist komplett am Arsch. Danke dafür, Shelly. In dem Moment ist Shelly dann auch an uns vorbeigelaufen. Sag das mal. Oh mein Gott, Shelly. Oh mein Gott, Shelly. Komm, die Hand auf den Boden. Das habe ich am meisten gefeiert. Ich schwöre, ne? Guck mal, ich bin kein Fan davon, dass ich sage, ey, einer muss kaputt geboxt werden oder keine Ahnung was, ne? Am Ende des Tages ist es ein Boxkampf, es ist kein MMA-Kampf. Aber Gülo hatte so ein großes Mundwerk, dass einfach mal diese Zeit kommen musste, dass jemand ihr Mund wegstopft. Sobald du gegen so eine Person nichts machst und diese Person immer dieses Gefühl hat, ey, ich bin unschlagbar und ich kann machen, was ich will, dann wird die Person genauso weitermachen. Und dank Sarah Sarita an der Stelle, danke auch an Shelly, einfach Danke sagen, hat es geklappt, dass Gülo wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so ein großes Mundwerk hat. Weil die konnte ja wirklich im Ring gar nichts. Und ich merke, die Reaction hier ist eigentlich komplett irrelevant. Ich habe das Gefühl, ich erzähle einfach von unserem Aufenthalt. Egal, das ist auch mal ein bisschen was anderes. Ihr wisst, spontan. Heute bin ich hier geblieben. Bei Shelly habe ich aber das Gefühl, ich kann es nicht bestätigen, es ist nur eine Vermutung, ne? Aber als sie an uns vorbeigegangen ist, ist sie in die Richtung von dem VIP-Bereich gegangen. Das heißt, 1 plus 1 sind 2. Es kann sogar sein, dass sie in den VIP-Bereich gegangen ist, zu den Leuten, die etwas mehr Zahlen auf dem Konto haben und sich vielleicht da an die rangemacht hat. Keine Ahnung, weil es war ja Flair da, es war ja Arafat da, Ali Boumaier war da. Da waren sehr, sehr viele Leute, die halt auch einen Namen haben, ne? Ja, okay. Nein, Mann. Soll ich, oh, mein, ich werde auf jeden Fall meinen Nägel Montag Baba machen. Baba. Ey, was laberst du? Bevor ich dir gleich meinen Fuß... Ich muss aber auch sagen, ne, veranstaltungsmäßig war wirklich nicht das Beste. Also die Veranstaltung war von A bis Z Katastrophe. Das habe ich vergessen, im Video zu erzählen bei Spontanson, aber das kann ich ja jetzt machen. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren um 18 Uhr da. Also Beginn war ja am Ende des Tages auch um 18 Uhr. Und die Schlange vor dem Eingang war schon sehr, sehr voll. Wir sind mit Glück da reingekommen, weil uns Joni reingeholt hat, der Kollege von uns. Ihr müsst euch vorstellen, Beginn war 18 Uhr. Also um 18 Uhr sollten eigentlich schon die ersten Leute kämpfen. Wann hat der erste Kampf stattgefunden? Genau um 19.10 Uhr oder 19.15 Uhr, also eine Stunde später. Wo ich mir denke, Bruder, A sind Leute im Livestream, B sind Leute vor Ort und C haben Leute einfach dafür Geld bezahlt. Wie kann es dann sein, dass genau so etwas nicht reibungslos abläuft? Da muss ich sagen, Props an Universum, die machen das deutlich besser. Die haben aber auch mehr Kapital, muss man an der Stelle sagen, ne? Warum? Warum musst du was auf deine Folie? Weil ich einfach krass bin, Bruder. Wollte ich gerade sagen, also im Kampf komplettes Gegenteil. Also Gülo hat sich gedreht, ich weiß nicht, die hat die Halle bestimmt irgendwie 5, 6 Mal verschwommen gesehen. Also die war, ich glaube, ihr war sehr, sehr schwindelig. Amonaroim, da auf jeden Fall Gülos Rücken und Sarah Saritas Rücken, ich wollte, dass ich komme, ne, sonst würden die nicht antreten, müssen wir leider hier Live-Reaction machen. Und jetzt kämpft auf jeden Fall Ozan gegen Bikir, Alter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Land. Mal gucken, was da geht. Aber ich denke mal, diesen Kampf überspringen wir, ne. Wir warten eigentlich nur auf den Kampf von Sarah Sarita und Gülo, ne. Das ist auf jeden Fall der interessanteste Kampf für uns. Aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt, Ozan gegen Bikir. Also ich glaube schon allgemein wegen der Größe wird Ozan den wegklatschen. Digga, müsst ihr euch vorstellen, Bikir, guck mal, wie groß Bikir. Bei Ozan muss ich
tatsächlich jetzt auch eine Sache mal loswerden, ne? Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, im spontan so ein Video habe ich ja auch selber gesagt. Bruder, dieser Ozan, ne? Der provoziert mich unnormal. Am Ende des Tages meine ich es ja auch ernst. Guck mal, womit er mich provoziert, ist einfach dieses, so wie er sich im Internet gibt, diesen Junge ja, das haben wir ja doch alle gekannt. Also ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch macht, aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, Junge, der Typ provoziert mich, warum macht er das? Digga, irgendwie nach meinem Glück, wenn ich immer sage, der provoziert mich oder der provoziert mich, sind das immer die Leute, die dann auch die Videos schauen. Er kam ganz normal zu mir, auf korrekt, hat mich gefragt, ob sein kleiner Bruder mit ihm ein Foto machen kann. An der Stelle, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Ich habe mit ihm ein Foto gemacht und dann hat er mich auch nochmal gefragt, ob wir beide gemeinsam ein Foto machen können. Weil er meine Videos schon seit Jahren verfolgt. Und da dachte ich mir so, Bruder, Jacek, was habe ich im Auto gesagt? Und guck mal, wie er jetzt drauf ist. Deswegen, ich kann nur sagen, privat habe ich die Leute nicht kennengelernt. Er ist privat aber korrekt auf mich zugekommen. Deswegen kann ich so im Nachhinein nichts Schlechtes gegen ihn sagen, aber gegen seinen Content weiterhin. Nee, das hat man gerade gehört. Das hat man gerade leider gehört. Haram, Bro. Bruder, der arme Bikir, ja. Wallah, immer noch mag den wie keiner, ja. Das Problem ist, ich fand bei der Veranstaltung war das so, dass keiner so wirklich eine Fanbase in Anführungszeichen hatte. Als ich zum Beispiel dort gekämpft habe in Friedrich-Ebert-Damm, ja Mann, wie hieß die Scheißhalle? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als ich gekämpft habe, das waren ja auch vor 3.000 oder 4.000 Menschen und wo auch noch die anderen gekämpft haben, Sinan, Bösemann und so, da fand ich, war die Stimmung geisteskrank. Da hat man gemerkt, Sinan hat seine Leute, die ihn feiern, Bösemann hat seine Leute, die ihn feiern, Khan hatte seine Leute, die ihn gefeiert haben. Viele von euch haben mich gefeiert in der Situation. Also das war so ein Moment, wo ich sage, der ist unbezahlbar gewesen, weil, Digga, ich bin da reingekommen und Gänsehaut pur, Bruder. Ich habe nur dieses Dennis gehört, so, Bruder, das war krank einfach, weißt du? Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass keiner so wirklich da war. Also die waren einfach nur da, um sich die Kämpfe anzugucken, dass die Leute auf die Fresse kriegen. Mehr nicht. Aber da war nicht so wirklich Unterstützung da. Leute, ihr müsst euch so vorstellen, Alter, der Rücken von Sarita und der Rücken von Gülo meinte auf jeden Fall hinterrücks zu dem Veranstalter, wenn der Lijanko bei diesem Event auftaucht und als Zuschauer da sitzt, treten die nicht an. Aber nachher, warum, Land? Ja, ne, warum? Bruder, ich bin nicht der Tod. Ich wollte doch einfach nur da sitzen und zugucken, Alter. Aber egal, scheiß drauf. Ich hatte eh gestern eine lange Nacht hinter mir. Ich war auch in einer anderen Stadt. Aber da ist jetzt schon wieder irgendetwas passiert, ne? Guck mal, die stehen alle auf. Irgendeine Schlägerei ist schon wieder passiert. Guck mal, die alle aufstehen, Bruder, ja, wallah, das ist ja traurig, Bruder, ja. Da stellt euch mal vor, ihr macht zum allerersten Mal ein Event, ne, ihr wollt die Leute zum Entertain bringen, guck mal, direkt erste Veranstaltung, Bruder, das ist das Problem. Man kann mit uns Ausländern keine Veranstaltung machen, Bruder. Also ich muss auch sagen, dadurch, dass ich live vor Ort war, die Veranstaltung lief halt sehr, sehr träge, ne, also bis alles irgendwie funktioniert hat, hat das echt sehr lange gedauert, was ich auch vergessen hatte, im Video zu erzählen. Bruder, die Kämpfer kommen rein. Der Referee sagt, ey, Ozan hat keinen Eierschutz an. Das heißt, wir haben wieder 5 Minuten gewartet, bis er sich so einen Eierschutz anzieht. Also das darf am Ende des Tages nicht passieren, Junge. Wenn du in der Kabine bist, du weißt doch, dass du einen Boxhandschuh brauchst, einen Mundschutz brauchst und einen Eierschutz brauchst. Die meisten haben so gefühlt in Sneakern geboxt, aber du hast ja am Ende des Tages die Vorlage und daran musst du dich halten. Haben die meisten nicht gemacht, deswegen hat sich das immer weiter gezögert. Und dann kommt noch dazu, haben sich Leute einfach außerhalb des Rings geschlagen. Wo ich mir denke, Bruder, warum? Das ist genau das gleiche wie bei Creed gewesen. Die Leute gucken sich diesen Film an, denken, die können boxen, denken, die werden krass und dann hauen die sich mit irgendwelchen Leuten. Deswegen, sowas darf am Ende des Tages nicht passieren. Das nervt, vor allem, wenn du als Zuschauer sitzt. Für mich, Bruder, mir ist egal. Für mich, denke, das ist alles Content so, ne? Das ist alles Content, was ich euch mäßig bieten kann, aber so für die Leute, die dann Geld bezahlen, ist ein bisschen kacke. Jawohl, hau rein, Bruder, hau rein! Hau, Bruder, hau, jawohl! Okay. Also ich muss sagen, guck mal, am Ende des Tages hat keiner von denen so wirklich gut gekämpft. Also es war einfach peinlich so. Aber da sieht man in dem Kampf zum Beispiel, dass Ozan ihn dominiert hat. Also Bekir, wie auch Lijanko gerade sagt, der Typ ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe ihn live gesehen. Bruder, ich habe ihn erstmal überflogen, weil er so klein war. Und was mich richtig abgefuckt hat an diesem Event, Junge, jeder Boxer hatte dieselbe scheiß Weste an. Junge, kauft euch bitte bei Amazon eine andere Weste. Diese Bentley-Weste hat jeder, wenn er einen Boxkampf hat. Warum ist das so? Ich habe sie aus Prinzip nicht gekauft, weil ich mir dachte, die wird sowieso jeder Hans und Franz holen. Von mir aus komme ich lieber im BH rein, aber nicht in dieser scheiß Weste, weil jeder trägt die. Die erste Runde ist jetzt oben. Stark. Also. Stark, Digga. Man muss auch sagen, ey, Bikir hat deswegen Eier bewiesen, Bruder. Deswegen ist der Hingang. Aber okay, es ging auch um... Wollte ich gerade sagen, Bruder, das hat nichts mit Eier zu tun, weil die kriegen am Ende des Tages Geld. Würde kein Geld im Spiel sein, dann würden die auch nicht in diesem Ring stehen. Also klar, jeder, der sich in den Ring traut, hat meinen Respekt verdient am Ende des Tages, aber da steht mehr Geld im Vordergrund als das Kämpfen. Hau rein, yalla. Hau rein! Ja, Bruder, Bikir ist doch schon down, Bruder, der ist schon weg. Ja, Ozan hat safe gewonnen, Bruder. Safe. Stark, Digga. Stark, Ozan, Lan. Aslan, nimm den im Lan. Ja, hat nach Punkten hier gewonnen. Mein Löwe, mein Bär, mein Brusthaar. Aber noch immer, was ist für Brusthaare, Lan? Also, dem ist auf jeden Fall, wenn der Oberkörper frei im Winter rumläuft, nicht kalt. Also, ich habe zwar auch Brusthaare, aber bei mir ist ehrlich so ein kleiner Kunstrasen. So. Zockerhalle. Bei ihm ist 1 Hektar Fußballfeld. Ich grüße mit mir recht herzlich aus Köln, Gülo. Ja,
was fällt da an, Junge? Ach, die kommt aus Köln, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich dachte, die kommt vielleicht aus Düsseldorf, da die Ecke, aber dass sie aus Köln kommt, wusste ich nicht. Da kann ich euch auch einmal ganz kurz erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, Gülo ist reingekommen, war im Ring. Dann sollte ja Sarah reinkommen. Und das Ding ist, Sarahs Lied, Einlauflied, war geil. Musikgeschmack stark. Ich denke, es war von Mordat. Das Lied war sogar dann einfach zu Ende, aber sie war immer noch nicht drin. Deswegen, wir dachten uns auch, Digga, die hat bestimmt falsche Adresse gekriegt. Schau, Sarah hat falsche Adresse gekriegt, dieses andere Ding, das ist eine andere Veranstaltung. War irgendwo anders und hat auf ihren Kampf gewartet. Und dann ist sie erst beim zweiten Einlauflied reingekommen. Also das darf nicht passieren, Bruder. Aha, Schmarita kommt! Was eine Rivalität, Land. Schlimmer als wie bei WWE, die Fehde. Bruder, ist so oder so Show, Land. Nach diesem Kampf sind die beste Freundinnen. Nach diesem Kampf wieder alles gut. Sickdrige Dame nach Köln. Danach sieht man die wieder in irgendwelchen Hotels. Hey, Hadi, Schmarita, wo bleibst du, Land? Du bist nicht stecken geblieben, Bruder, ja? Champagner und Moet kannst du danach trinken. Aber eins muss man lassen, Bruder, ne? Die hat auf jeden Fall sehr viel Motivation mitbekommen. Also die Männer sind auf jeden Fall am Start und supporten die. Finde ich gut irgendwo, Wallah. Auch wenn ich jetzt Gülo nicht mag, ne? Stark, Alter. Die hat auf jeden Fall ordentlich Motivation mitgebracht. Das braucht die auf jeden Fall bei so einem Kampf, Bruder. Das ist doch jetzt nicht irgendwie einfach, ne, vor so einem Publikum zu kämpfen. Muss man hier wirklich auch ehrlich gesagt mal zugeben. Auch wenn ich jetzt Gülo nicht mag. Ja, ne, Respekt überhaupt, dass sie überhaupt angetreten ist. Ich hätte niemals gesagt, dass die da jetzt irgendwie auftaucht. Ich habe das Gefühl, die haben sich das ein bisschen abgesprochen. Also ich habe das Gefühl, die sind auf jeden Fall wieder versöhnt. Ey, wo bleibt Schmarita? Haben wir noch der Kampf, ich geh gleich schlafen. Die ist immer noch nicht da. Oh nein, Bruder, das habe ich ja gar nicht gehört live. Ein Glück. Okay, will die auch mal jetzt langsam kommen, Amenakoim? Gülo ist gefühlt schon seit einer Stunde im Ring, Amenakoim. Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Ihr wisst, bei Boxveranstaltungen, jeder macht sich irgendwie schick. Jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise da angetreten als Zuschauer und ist einfach schick. Aber was in keiner Veranstaltung fehlen darf, sind diese typischen High-Class-Mädchen, die so rumlaufen. Bruder, davon habe ich eine Menge gesehen. Die eine hatte gefühlt keinen Top an. Die andere, Bruder, laufen so durch die Straßen rum. Ich wollte ehrlich schon fast hinterherrennen und ein Foto machen. Ich dachte, es wäre Kardashian so auf den. Aha, die kommt. Okay. Boah, ich glaube, der DJ ist kurz gestorben, Digga. Bruder, das Ding ist, der war ja nicht live vor Ort. Der DJ war ehrlich so 70, ne? Also der hat schon ein bisschen nach Erde gerochen. Also es hätte mich nicht gewonnen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn der Typ da nicht mehr wäre. Will die auch mal kommen, Bruder? Habt ihr gehört? Bruder, der DJ, was machst du? Ich küsse doch sein Herz. Bruder, der hat einfach Remix gemacht von Rocky Balboa, hallo? Und ja, ich weiß, der ist Rocky Balboa, Mann. Ich mach nur Spaß, Mann. Komm, Bruder, soll ich kurz kacken gehen? Ich glaube, wenn ich wieder da bin, ist sie immer noch nicht da. 6,5 Stunden später. Das ist mir gar nicht so vorgekommen, also ich habe das gar nicht gehört oder beziehungsweise ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass der DJ da irgendwie versucht hat zu improvisieren und reingeschissen hat. Ich weiß nur, dass irgendwie ein Rapper gekommen ist, dann einmal kurz seinen Song präsentiert hat und während er seinen Song präsentiert hat, ist Sarah dann auch irgendwann gekommen. Bruder, wir sind hier nicht bei Rapper Mittwoch Freestyle Battle, Bruder, mach mal jetzt, komm mal jetzt rein, Digga. Ja, Mann, Sarah ist da, Digga. Jetzt geht's los, Digga. Sarah Schmarita, komm, Alter. In der blauen Ecke, 23 Jahre jung, 60 Kilogramm schwer, 1,67 Meter groß, feiert natürlich heute auch ihr Debüt aus Köln. Gülo 06! Die rote Esse, 20 Jahre jung, 58 Kilogramm schwer. Kennst du, ich gucke die ganze Zeit auf Lidjankos Augen, ob die hoch oder runter gehen. 1,65 Meter, auf sie debütiert. Also man muss auch sagen, ne, Digga, Sarah Sarita hätte ehrlich mit dem T-Shirt kämpfen müssen. Also ich hatte sogar an ihrer Stelle manchmal Angst, dass da irgendwas rausflutscht. Weil, Bruder, du kannst doch nicht in einem Boxkampf halbnackt kämpfen. Ich hätte viel zu viel Angst davor, dass irgendwas rausfällt und es ist live. Das kannst du nicht schneiden. Ich hoffe, keiner bricht sich ihr Bein, Digga. Zur ersten Runde. Mein Name ist Bias Barakato und ich... Vor allem überleg mal, wie unprofessionell das eigentlich ist, dass die Leute, Digga, mit Sneakern boxen. Ahnt ihr, wie ich meine? Also zum Beispiel bei der Veranstaltung, wo ich gekämpft habe, da hatten wir alle Boxschuhe, wir hatten Boxerhosen. Und da ist halt alles so, als, keine Ahnung, würden die sich so spontan treffen, so von wegen, lass mal ein bisschen Sparring machen, Bruder. Wenn ihr heute... Aha, es geht los, yalla! Yalla! Da dachte ich mir erstmal, okay, Sarah geht halt sehr, sehr vorsichtig ran. Ich glaube, die wird den Kampf verlieren, weil sie so ein bisschen ängstlich ist. Aber Digga, was dann passiert ist... Vorbei. Ja, Gülo, komm, wo ist deine große Fresse? Zeig mal, was du kannst, ja? Rechtsauslage, rechts rum. Hadi! Hadi, hau rein! Aha! 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 Okay, Gülo dreht dich nur um, ne? Hadi, ich bin Gülo 06. Hau mal, zeig mal rein, zeig mal das. Zeig mal, was du kannst. Was macht Gülo dann? Gülo denkt, die ist Hurricane, Bruder. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal!
Ey, die geht hinter Schiri, lo. Die denkt, Schiri beschützt die Arme darüber. Deswegen sage ich ja, das ist halt A, keine Kampferfahrung und B, man merkt einfach, große Klappe, nichts dahinter. Ich habe es euch so oft gesagt, dann seid lieber ruhig, sagt einfach nichts, dann blamiert ihr euch am Ende des Tages auch nicht, wenn ihr kämpft, weißt du? Aber wenn du so eine große Klappe hast und, Digga, so tust, als wäre es die krasseste, dann erwarten natürlich die Leute auch, okay, komm, jetzt muss sie abliefern. Und wenn dann sowas kommt, blamiert sie sich einfach. Aber ich habe mir schon gedacht, dass sie eine große Klappe hat und nichts dahinter ist. Tschüss, tschüss, danke. Ja, kurz Boxen mit Smackdown für nächstes Jahr. Im Ring. Also was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, beide haben sich nicht so wirklich vorbereitet auf den Kampf. Ich glaube nicht, dass sie einmal oder so beim Training waren. Aber was ich denke oder was ich finde, was besser gemacht wurde, ist von Sarah diese Deckung und immer dieses nach vorne marschieren. Das heißt, sie hat ja diese Ringmitte dominiert, indem sie die ganze Zeit nach vorne gegangen ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie hat auch nicht so krass Angst gehabt vor den Schlägen. Bei Gülo ist sich ja die ganze Zeit gedreht, weißt du? Aber bei Sarah, sie war wenigstens noch so scheiß drauf. Wenn kommt, dann kommt. Wenn Lippe platzt, dann platzt. Egal, dann gehe ich zu Dr. Med, er macht neu. Hatte Wur, Abla, Wur! Aha, Granatapfel. Wie geil, Lo, wie geil. Komm, hau rein! Komm, bitte. Aha! Aha! Ja! Hau noch am Bunker, Land. Stark, Digga. Stark, Junge. Aber ey, verlier dein BH nicht, Land. Sarita. Sarah, ein Punkt. Das meine ich, Bruder. Diese Haare von Gülo, ne? Ich weiß nicht, ob sie davor im Kino Tarzan geschaut hat, aber die hatte irgendwelche Murmeln in den Haaren, glaube ich. Das hat mich tam irritiert. Aha, jetzt hier. Ich glaube, hier ist das. Jawohl, jetzt guck mal jetzt auf Boden. Boxquad. Yeah. Stark, Land. Sarah. Hello, Lutzen, Land. Sarah. Hello, Lutzen. Also, mir war das irgendwo klar, dass Sarita gewinnen wird. Aber Gülo ist schon peinlich, ne? Du hast auf jeden Fall sehr, sehr hohe Töne gespuckt. Hast auf jeden Fall so geredet, als wärst du keine Ahnung, aber nach Coin Ronda Rosies Cousine. Aber jetzt. Also ganz klar, die Runde geht an Sarah. Bruder, das ist Schlägerei, das ist kein Boxen. Guck mal, was macht die Land? Wirbelt hier mit den Fäusten und sich selbst durch die Gegend. Komm, Sarah, hau rein. Also bei Gülo hast du auch gemerkt, die hat wirklich einfach nur versucht, auf Krampf irgendwas zu machen. Also sie dachte sich im Kopf, wenn irgendwas trifft, gut. Wenn nichts trifft, dann muss ich weitermachen. Aber das war halt von der Technik katastrophal. Technisch war das nicht sauber. Ich rede, als wäre ich Boxprofi, Bruder. Bei mir gibt es auch immer noch Macken und keine Ahnung, ich bin selber immer unzufrieden, wenn ich irgendwie, scheiß drauf, auf den. Wie geht's euch? Hat bei euch eine Sonne geschienen? Ey, wie lustig wäre das, wenn das MMA gewesen wäre. Auf Kopf, Digga, hier, zack. Raus. Gülo schon gar keine Luft mehr. Sarah aber immer noch am Dominieren. Nach vorne. Aha, aha, tschüss, was ist das? Ich will dir würgen, Land, der G, guck mal. Guck mal, Land, der G. Das Ding ist, ich würde euch halt eigentlich vom Ding her so gerne ein paar Sachen erzählen, die vielleicht noch so im Hintergrund passiert sind, aber ich habe mich halt nicht in diesem VIP-Ding aufgehalten, ne? Also ich weiß halt nur, ich habe gehört, da wo halt auch diese VIP-Plätze sind, ich glaube, du zahlst ja 200 oder 300 Euro für ein Ticket, hast dann aber Zugriff auch auf VIP. Das heißt, da sind halt viele Leute, die einfach bekannt sind. A, haben wir uns das normale Ticket gekauft für 50 Euro, also ganz normale Plätze ohne VIP-Zutritt, ohne Zutritt auf Essen, weil das Essen da schmeckt sowieso nicht. Und wir hatten halt auch keinen Zugriff auf diese VIPs. Das war am Ende des Tages aber auch nicht das, was wir vorhatten. Wir wollten einfach nur drehen, unsere Sache machen, mehr nicht. Ich habe nur mitbekommen, eigentlich sollte wohl Flair noch auftreten. Also Ali Boumaier hatte ja seinen Auftritt gehabt. Und dann sollte eigentlich noch Flair auftreten und Kolja Goldstein. Das waren so die Special Guests an dem Abend gewesen. Beide sind aber nicht aufgetreten. Verstehe ich aber auch, weil als Rapper würde ich da auch nicht auftreten. Das ist Tam so eine Blamage. Beide wollen den Kampf. Sarah allerdings hier. Beide schwer am Atmen. Komm, die Hand auf den Boden! Komm, die Hand auf den Boden! Also das, muss ich sagen, habe ich wirklich gefeiert. Dass sie einfach dahin gegangen ist, auf den Boden weitergehauen hat. Das habe ich gefeiert, weil ich mir dachte, das hat sie in dem Sinne auch verdient, weil für so eine große Klappe muss man auch mal etwas unternehmen. Dritte Runde würde ich aber sagen, überspringen wir, weil die dritte Runde war nicht mehr so spektakulär. Ich weiß nicht, was er da alles noch drin hat im Video. Mir ging es eher darum, dass ich ein paar Sachen erzähle, die ich vielleicht vergessen habe, bei Spontan sonst zu erzählen. Der Sieg geht nach Punkten an die rote Ecke, an Sarah. Stark! Nein! Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, so klar, Respekt nach dem Sport, nach dem Kampf zu geben, ist wichtig, aber die hatten so ein persönliches Problem, deswegen verstehe ich nicht, warum sie die noch geküsst hat. Die haben eine halbe Stunde gefühlt rumgemacht. Warum? Das hat für mich so diesen Anschein wieder erweckt, okay, da war gar nicht so eine heiße Luft, wie wir alle dachten. Aber ey, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass... Wieder nicht konzentriert, der kleine Gauner, Digga. Guck doch, Junge, guck. Du hast, man merkt aber, ihr habt euch beide grundsätzlich sehr, sehr gut vorbereitet.
Ja, ihr seid da mit voller Wucht da rangegangen. War das so ein Kampf, den du auch so erwartet hast, dass es volle Distanz geht? Nein, ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Das sind aber auch wieder so Momente für einen Moderator, wo er sich denkt, Bro, was sind das für geschlossene Antworten? Wie soll ich da jetzt weiter interagieren? Ja, hast du dir das so vorgestellt mit dem Tanz? Nein, habe ich nicht. Ja, was? Wie hast du es dir denn sonst vorgestellt? Aber wie gesagt, da hat er auch abgebrochen und einfach Sarah wieder aus dem Ring geschickt. Ja, Leute, was soll ich euch dazu sagen? So, ne, wie gesagt, ich wusste, dass genau das hier passieren wird. Ich wusste es einfach. Die haben sich jetzt auf jeden Fall vertragen, haben sich Respekt gezeigt. Respekt, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Mal gucken, welchen Hotels ihr heute auftauchen werdet. Ich schwöre. Katze und Maus. Alter, ey. Selbe Hotel, gleich Hotel. Wallah, wir sind nicht gleich Hotel, sonst würde ich hier rübernehmen. Mann, sonst wäre ich rübergekommen, for real. Wallah, wir würden Session machen hier. Wir würden Gott schenken, aber gottlos. Digga. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Shelly, dass du jetzt sogar zu dem fahren würdest und du auf jeden Fall den ordentlich geben würdest, ne, oder beziehungsweise... Nein, guck mal, Bruder, Lejanka hat immer so ein falsches Bild von ihr. Sie ist doch voll das anständige Mädchen, voll das gute Mädchen und auch Vorbild aller anderen Mädchen, also... Du darfst es nicht vergessen, du schiebst sie mal in eine Schublade, in der sie eigentlich gar nicht reingehört. Also sie ist wirklich ein sehr, sehr anständiges Mädchen und wird auch Gött niemals im VIP shaken. Auf gar keinen Fall, das traue ich dem Mädchen noch gar nicht jetzt zu.